Hallo, herzlich willkommen zum Karneval in Venedig. Ja, ich dachte, wir starten die Folge heute mit einem kleinen Run zu einem Aussichtspunkt, wie sich das für Assassin's Creed Spiele gehört. Und wir gehen danach direkt zur Mission. Ich war in Mondo di Giorni, auch wenn es der Geldbeutel nicht so aussehen lässt. Ich habe mir gleich die neue Rüstung gekauft, komplett, die so viel sie gab. Deswegen glaube ich noch die Handschuhe, oder? Ich weiß nicht. Also wie viele Teilen? Ich glaube, aus 4 Teilen besteht die Rüstung. Ich weiß nicht, ob es noch eine bessere gibt. Wenn ja, bezahlen wir die halt nochmal. Ist ja egal. Steigert ja alles immer den Wert von Mondo di Giorni. Wurde durch meinen Einkauf jetzt wieder um 3000 oder so gesteigert. Also von daher. Kein verschenktes Geld. Man muss eh beim Schmied alles kaufen, wenn man Mondo di Giorni am Ende komplett aufrüsten will. Okay, Moment, ich muss nur kurz was gucken. Ich hoffe mal, dass euch jetzt das nicht wegwirft. Nee, passt. Okay. Muss nur ab und zu mal gucken, ob alles läuft. So. Jetzt stehen die hier so verschwörerisch. Drinnen aber keine. Was stimmt nicht mit euch? Hey, mein Freund. Komm und spiel mit mir. Nee. So. Genau, dann gehen wir mal zur Mission. Hier geht gerade voll der Karneval ab. Und hier ist unsere Mission. Schauen wir doch mal. Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora, darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld Nun, gestohlen! Messer Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Jetzt müssen wir gleich wieder den Retter spielen. Kaum sind wir hier. Nee. Komm nicht näher! Oder ich schlitze dich auf. Kann ich auch Wurfmesser nehmen? Zwing mich nicht nochmal zu töten. Wow. Bitte, wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Seid nicht schüchtern, tretet näher. Bleib zurück, oder ich töte sie. Ich schwöre es! Das war nicht meine Schuld. Sie hat mich ausgelacht. Sie hat mich dazu getrieben. Und noch mehr Blut wird deine Hände besudeln. Ich will nichts damit zu tun haben. Lachu, was glaubst du, wo du hinrennst? Nirgends, ich habe euch gerade einen Mörder vom Hals geschafft. Da könnte man auch mal ein bisschen dankbar sein. Wow. Was ist hier? Was ist hier los? Da sind wieder Gegner gespawnt, genau vor mir. Au! Okay, hab's begriffen. Ich bin das Problem. Ich gehe ja schon. Na, wo kann man sowas lernen? Oh, das ist ein Aussichtspunkt. Gehen wir doch gleich mal hin.
Ja, wo ist denn der? Ist einfach dieses Gerüst da, oder was? Ja, von da dahin, okay. Schon wieder Geld in der Truhe. Ich war doch gerade erst da. Naja. So, darüber. Eine Vereinbarung, die euren Schutz garantiert, wurde mit dem Weg unterzeichnet. Das ist sehr schön. So. Synchronisieren wir hier nochmal und dann gehen wir mal zurück. Zu der Schwester. Ja schon. Was zum Teufel macht ihr hier? Naju, haltet ihn auf! Sofort! Du solltest nicht hier oben sein, Stolto. Was machst du hier oben? Geh. Ich will gar nicht hier oben sein. Ihr habt mich hier selbst hier was hochgetrieben. Was zum Teufel macht ihr hier oben? Boah. Runter! Sofort! Sind wir wieder überkritisch, oder? Geh ich halt. Wow. Haben die gerade auf mich geschossen? Das ist fies. So, jetzt aber. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templer-Doge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja, vergebt mir aber... Warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich... Ah, gibt's kein Video. Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem, würde ich sagen. Und Todesfällen im Canal Grande wurde eine Verfügung erlassen, die exzessives Trinken am Ruder bestraft. Signori e Signore, kommt her, kommt her! Die Spiele des Karnevale sollen beginnen! Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Signori, Signori, willkommen.
Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen, und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Okay. Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Wie hübsch ihr heute aussieht. Dürfte ich um eine Schleife reden? Hey, hallo, meine Süße. Na, darf ich mich zu euch gesellen? Ezio, du Charmeur. Hm? So. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Darf ich mich zu euch gesellen? Wir haben keine. Wie geht's dir, Bello? Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Wir haben einen Sieger! Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Ah, kennen die uns nicht? Ein bisschen weit hergeholt, aber gut. Neuigkeiten aus Übersee. Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Ottomanen. Wieso sind die Spiele so weit auseinander? Ich dachte, sie sind alle auf dem Marktplatz. Hm. Schauen wir mal. Oh, hier ist auch noch. Hä? Achso, hier waren wir eben. Hier waren wir im Assassinengrab. Da ist auch noch ein Aussichtspunkt. Wusste ich gar nicht. Machen wir gleich noch, wenn wir schon mal hier sind. Wollte gerade sagen, kenne ich doch hier. Waren wir doch gerade erst. Warum ist da schon wieder was, was wir machen können? Wow. Really? So. Guten Tag. Der Nächste. Tritt. Willkommen. Benvenuti. Seid ihr bereit, euch in einem Spiel der Ausdauer und Geschwindigkeit zu versuchen? Viele Herausforderungen sind auf dem Weg. Das Spiel ist einfach, aber es zu beenden fast unmöglich. Beginnt, wenn ihr soweit seid. Der erste Mitbewerber, der den Streckenrekord bricht, ist der goldenen Maske einen Schritt näher. Das Rennen beenden und den Geschwindigkeitsrekord schlagen, der vom letzten Teilnehmer aufgestellt wurde. Sein starker Arm ganz schön ambitioniert. Ja.
als ob da jeder mögliche Typ diesen Parcours da läuft. Über die Dächer. Das ist so ein bisschen, na gut. Da lang. Der Sieger! Ihr seid der schnellste und stärkste Mann Venedigs. Nun seid ihr dem großen Preis viel näher. Alright, dann auf zum letzten Spiel, würde ich sagen. Strukturelle Schäden verursacht. Seid besonders an Baustellen vorsichtig und berichtet uns von Schäden an Stadteigentum. Seid freundlich zu den Arbeitern. Willkommen, willkommen! Die Spielregeln sind einfach. Hängt eure Gegner ab, holt die Fahne aus der Mitte des Feldes und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn umwerfen und seine Fahne stehlen. Erobert die Fahne als Erster zum dritten Mal und die goldene Maske kann euch gehören. Schrei doch nicht immer so. Es tut euch richtig weh in den Ohren. Okay, die Maske scheint mal weiter oben zu sein. Ah ne, ist auch wieder unten. Gott. Wie schnell ist der denn? Hau ab! Blöd, weil das ist halt nur mal objektiv der beste Weg, aber da unten ist halt nirgendwo mal irgendwie ein... Wo man... Ne? Das ist zu weit weg. Oder? Ist da schon irgendwie hochgegangen?
Aber wenn das seine Basis ist, ja. Das ist auch blöd, dass man von der vom gleichen Ort startet. Naja. Jetzt haben wir ja wieder volles Leben, jetzt können wir auch runterspringen wieder. Wie gerade. Ursprünglich geplant. So. Was? Vielleicht ist der Bereich so stark eingeschränkt ist, den man benutzen darf. Wir haben einen Sieger! Ihr habt eure Fahne beschützt und die des Gegners erobert. Ihr habt euch als Krieger ohnegleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher. Es fehlt trotzdem noch ein Spiel. CTF? Ach, Capture the Flag. Kommt näher und meldet euch zum Kampf. Willkommen, Kämpfer! Das Spiel ist einfach. Es gibt nur eine Regel. Keine Waffen. Kämpft so lange, bis nur noch ein Mann auf den Füßen steht. Werdet ihr es sein? Du? Hm? Wer wird die goldene Maske gewinnen? Und nun der nächste Bewerber. Großer Assassine? Er will sonst noch ein Leben. Der da hält sich scheinbar für einen Meister. Geh, Dante. Zeig ihm, wie schrecklich falsch er da liegt. Lahm! Kommt und holt mich! Sorry, Dante. Ich weiß, du hast schon genug an den Kopf bekommen, aber muss sein. Gibt es niemanden, der unseren Mann hier im Ring herausfordern will? Haben wir einen Sieger? Ah, wir haben noch Kämpfer. Oh. Ah, so soll das also laufen, hä? Oh, geil. Ah. Signore, signori. Die Spiele des Karnevals haben ein glorreiches Ende gefunden. Kommt und seht, wie unser Gewinner seine goldene Maske einfordert. Der Sieger hat bewiesen, dass er der leichtfüßigste Läufer, der stärkste Kämpfer, der klügste Stratege und auch der Favorit der Damen ist. Da er nun 4 Spiele anständig gewonnen hat, ist der Gewinner unserer goldenen Maske... Der Gewinner der goldenen Maske ist Dante Moro. Glückwunsch. Wir sehen dich dann heute Abend.
Wow. How motivating. War ja klar. Tut mir leid, Ezio. Wir konnten nicht wissen, dass Silvio so betrügen würde. Wieso denn nicht? Schwester, wir sollten doch sagen, wenn wir das Schwein gesehen haben, das die Maske gestohlen hat. Er ist auf dem Weg zum Fest des Dogen. Ich werde gehen. Ich fange ihn ab, bevor er dort ist und hole mir die Maske. Wie? Indem ihr den armen Teufel umbringt? Ja. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Nein. Wenn ihr ihn tötet, sagen sie den Ball ab. Und Marco zieht sich in den Palazzo zurück. Dann hätten wir Zeit verschwendet. Wieder. Stehlt stattdessen die Maske. Leise. Die Mädchen können helfen. Sie sind schon auf dem Weg zum Fest. Auf der ganzen Strecke. Sie können ihn ablenken, während ihr die Maske besorgt. Va bene. Das sollte gehen. Okay. Die goldene Maske von Dan de Moro stehlen, um an der Feier teilzunehmen. Okay. Gegner in der Mitte. So unglaublich. Kommt und seht meine Handwerkskunst. Sicher ebenso gut wie alles, was ihr sonst. No, no, Achtung! Ja, wo ist er denn? Leichter als erwartet, ehrlich gesagt, aber ich beschwere mich nicht. Hübsch. Buonasera, signore. Es geschafft. Marco ist auf einem Boot, noch in Ufernähe. Er wird in ein paar Minuten eine Rede halten. Nutzt meine Mädchen. Bewegt euch mit ihnen, um nicht entdeckt zu werden. Kann die nicht anheuern, die Ladies, diesmal? Komisch. Die können wir nicht mehr anheuern. Der Spawnpunkt ist aber auch nett, wenn man ehrlich ist.
Eine Minute. Ich helfe euch, Bello. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Da! Auf ihn! Ich muss wahrscheinlich Richtung Boot kommen, aber... Aber wie? Warum wird mir da nur eine Minute angezeigt? Ich muss wahrscheinlich nur eine Minute anonym bleiben wahrscheinlich. Ja. Die gucken sich hier die Leute an und dann fliege ich quasi auf. Und deswegen muss ich in Bewegung bleiben. Oh. Nicht jetzt. Geht schnell. Abgemacht. Ihr wisst wohl, wie man eine Dame behandelt. Belle Giovanni, welch schöne Sache. Hoffen wir, dass das so ist. Werden wir gleich mitkriegen. Ja. Okay. Signore e signori. Ich präsentiere euch den verehrten Dogen von Venedig. Benvenuti. Willkommen, meine Freunde, zum größten gesellschaftlichen Ereignis der Saison. Ob im Frieden oder im Krieg, in Zeiten des Reichtums oder Darbens, Venedig wird immer Karneval feiern. Werner, er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen müssen. Das besser nicht. Ihr werdet sofort entdeckt. Dann kämpfe ich mir den Weg. Wartet. Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Wie hell unser Licht über die Welt erstrahlt. Das ist es. Die Pistole, mit der er den Mörder gestoppt hat. Sie ist so laut wie die Explosionen. Wählt den richtigen Zeitpunkt und niemand wird etwas bemerken. Ich mag eure Art zu denken, Schwester. Dann erwarte ich euch im Bordell, mein Sohn. Wir alle wissen, dass wir schwere Zeiten durchgemacht haben. Aber wir haben sie gemeinsam durchgestanden. Und nun ist Venedig stärker denn je. Machtwechsel sind schwierig für alle. Aber diesen haben wir mit Anstand und Ruhe bewältigt. Es ist nicht leicht, eine Doge... Hab doch auf ihn geschossen. Irgendwie nicht so cool, irgendwie, die Mission. Ich weiß nicht, die ist irgendwie so verwirrend. Er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen. Man weiß nicht so richtig, was das man machen muss. Nicht. Ihr werdet sofort entdeckt. Dann kämpfe ich mir den Weg. Wartet! Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Wir. Da. Und entfließt du nicht! Keine Ahnung. Auf was soll ich warten? Das ist halt die Frage, ne? Auf was muss man da warten in dem Moment? Werner, er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen müssen. Das besser nicht. Ihr werdet sofort entdeckt. Dann kämpfe ich mir den Weg. Wartet! Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Wie hell unser Licht über die Welt erstrahlt. Das ist es. Die Pistole, mit der er den Mörder gestoppt hat. Sie ist so laut wie die Explosionen. Wählt den richtigen Zeitpunkt und niemand wird etwas bemerken. Ich mag eure Art zu denken, Schwester. Endlich. War wahrscheinlich immer zu irgendwas im Weg vorher. Nein. Es ist zu früh. Ich bin nicht bereit. Das sind wir selten. Möge der Tod dir gnädig sein. Requiescat in pace. Mio Dio!
War eine dumme Idee, ich weiß. Nehmen wir mal den Hauptausgang. Sollen wir trotzdem so ein Ding abreißen, damit wir nicht direkt wieder ins Visier geraten von den Leuten, die hier rumlaufen. Ach Mann! Spiel! Riecht's mich auf manchmal. Weißt du das? So, jetzt aber. So, also wir sind immer noch aktiv gesucht. Ich glaube, das können wir nicht ändern, oder? Bin mir aber gerade auch nicht sicher. Ja, zur Not gehen wir halt oben lang. Erstmal ein bisschen. Richtung Ziel. Ich weiß nicht, wie weit es halt ist, wo wir hin müssen. Na, wo kann man sowas lernen? How to be an assassin. Watch your father and whole family die. Und dann Lifehack. So. Bin ich hier richtig? Ist es oben oder unten? Ja, scheinbar unten. Achso, ist wieder das Haus, okay. Oh oh. Nicht gut. Immer freundlich anklopfen, bevor man eintritt. Ist klar. Wunderbar gemacht. Che spettacolo. Che spettacolo. Ein wahrer Held. Ihr müsst müde sein. Kommt, ruht euch aus. Ah, der Retter von Venedig. Was soll ich sagen? Ich hätte wohl nicht so sehr zweifeln sollen. Jetzt werden wir sehen, wie sich alles entwickelt. Aber genug davon. Ihr habt so hart gearbeitet, mein Sohn. Ich fühle, dass euer müder Körper Trost und Pflege bedarf. Ja, ich habe solche starke Schmerzen, Schwester. Ich brauche sehr viel Trost und Pflege. Oh, das wird sich einrichten lassen. Mädchen? Mhm. Ezio kann's einfach nicht lassen. Ezio, Ezio! Ser Antonio möchte mit euch sprechen. Danke für die Nachricht. Alright, gucken wir mal auf die Map. Klar, da will er mit uns reden. Ach, ist das jetzt kein Sperrgebiet mehr? Dann würde ich nämlich das letzte Assassin-Grab heute in der Folge noch machen wollen. Das habe ich nämlich jetzt schon die ganze Zeit überlegt, dass ich das endlich mal noch machen will, weil er ja schon 5 von 6 Siegeln. Und ich dachte, das wäre eine gute Idee, das heute nochmal zu machen. So als Abschluss der Folge. Und in der nächsten können wir uns dann wieder um das andere Zeug widmen oder kümmern. So. Lass mal gucken, wo wir da am besten hinkommen wieder. Oder ist es noch Sperrgebiet? Ah, es ist noch Sperrgebiet. Das ist natürlich scheiße. Aber irgendwie muss man ja da hinkommen. Ich meine, das ist ja da ein Grab, also.
Ich meine, bis jetzt sind wir nur mit Leonardo da Vincis Flugding dahin gekommen, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt nochmal wiederholen können. Können wir hier mal versuchen, einfach hochzukommen? Nee, nee, lass es. So riskant das mal. Ich weiß ja auch nicht genau, wo das Grab sein soll, ne? Ist ja auch wieder so eine Frage. Was zum Teufel tut er da? Ist es jetzt wirklich im Palazzo oder ist es irgendwie nebenan oder keine Ahnung? Schwer zu sagen. Aber wir müssen ja irgendwie da reinkommen. Kann man da erst wirklich am Ende der Story rein? Weil noch ist ja quasi kein neuer Bewohner drin. Noch haben wir den Typen quasi getötet jetzt, also Barbarigo. Vielleicht übernehmen wir jetzt die Rolle des Dogen, dann ist es kein Sperrgebiet mehr. Müssen wir abwarten, so wie das andere Palazzo-Ding. Gut, war gut gemeint, aber schlecht ausgeführt, würde ich sagen. Von daher, gehen wir mal zur Hauptmission. So einen Freund? Händler, die nur privat handeln, dürfen dies allerdings ohne Angst vor Strafe tun. Doch. Anlegen kann man ja auch nicht irgendwie, richtig? Und hier, wie gesagt, haben wir es ja versucht. Da waren wir ja oben auf der Basilika, aber da kommt man ja dann oben nicht rein. Wir können nochmal hochklettern kurz, so viel Zeit ist. Aber ich glaube, das ist auch nicht the way to go. Oder ist das Assassinengrab eher bei der Basilika und gar nicht bei dem? Das wäre noch eine Option. Das gar nicht in dem Gebiet ist, sondern hier in dem Gebiet. Ah! Alright. Macht auch viel mehr Sinn, dass es bei der Basilika ist. So kann ich dich nicht umbringen. Da ist noch einer. Ich gehe dann mal weg. Alles klar, dann machen wir jetzt das letzte Assassinengrab noch und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, was Antonio von uns will. Nur da hinkommen, das ist ja leicht. Die Rätsel der Basilika San Marco lösen und das Assassinenrätsel finden, das versteckt ist. Sind ja auch keine Leute hier drin, oder? Nee. Bis jetzt sieht's leer aus. Vier Tests bestehen, okay. Fangen wir mal hier an. Da hoch. Da unten durch. Hoch. Heieiei. Ganz schön extrem gerade irgendwie, finde ich. Also, ganz schön was zu tun. Okay, hier hin. Oh oh. Fuck, wir hätten da vorne rausspringen sollen. Na gut, die Zeit ist noch gut dabei, würde ich sagen. Obwohl, schwer zu sagen. Weiß nicht, was wir noch alles machen müssen.
Ich seh's doch. Okay. Okay. Nummer 1 haben wir. Da hoch wahrscheinlich, hier über dieses Ding drüber. Unten so durchkrabbeln. Sich da hochhängen. Dann darüber springen, über das Wandding. Okay. Probieren wir es. Was, da kommt man nicht hoch? Kommt man da nicht hoch? Können wir mal neu anfangen? Wie kommt man dann da hoch, wenn man nicht über diesen Stein in der Mitte da hochkommt? Da. Gott, die Kameraperspektive ist echt Killer. Das ist die langsame Stelle des Rätsels. So. Hoch. Aber cool, dass das Bild quasi so und so rum ein Bild ergibt. Also so rum halt ein normales. Und wenn man es dann dreht, wird es richtig zu einem Assassinen-Symbol wieder. Coole Idee. Also hier auch mit diesen, ne, Engelsflügeln und so. Das ergibt auch andersrum quasi einen Sinn. Okay, da hoch. Dann links auf das Ding drauf. Auf das in der Mitte. Dann sonst in der Mitte. Darüber. Hier ein bisschen entlang. Ja, hier wird schon schwieriger. Soll ich denn da rüberkommen? Bis links oben hatten sie mich. Aber dann war ich leicht überfordert. Vom Suggested Path. Ich hasse einfach diese Kameras. Echt. Ich hasse diese Kamera. Ich hasse sie. Ich geh nochmal auf das Ding drauf. Das macht ja keinen Sinn. Am Ende schaffen wir es gerade so und dann ärgere ich mich, weil ich gleich den ersten Sprung nicht geschafft habe. Ist ja auch schwach. Genau, sie muss auf die Orgel kommen, das ist klar, aber. So. Again. Ah, über die Köpfe quasi einfach. Ich dachte, das sind Zacken, aber es sind Köpfe. Okay, dann geht's ja. Okay. Jetzt einmal hier also rum. Auch zeittechnisch sind wir noch gut dabei. Nicht mal die Hälfte der Zeit rum. Aber nicht den Tag vor dem Abend loben. Ist das richtig hier? Ja. Okay. Okay, dann noch dann den das letzte Richtung Eingang und dann haben wir's. Okay, hier ist wieder wichtig, aus der Mitte nach hinten zu springen. Okay. Dann schauen wir mal. Geht's da hoch? Ja. Okay. So.
vor. Erst wieder die Kisten looten. Ganz wichtig. Das ist aber auch nur noch 500 drin sind, ne? Finde ich irgendwie fies. Oh, Gerippe sind auch hier. Nice. Wenn man eins braucht, weiß man, wo man es finden kann. So. Amunet war das, oder? Assassin's Creed Origins. Einfach aus dem Haupteingang kommen. Hallo. Ah, ne. Mein Name ist Ezio Auditore und ich wohne hier. So, haben wir das auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gehen wir zu Antonio und schauen, was uns in Sequenz 10 erwartet mittlerweile schon. Ne? Sequenz 9 haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Genau, in der nächsten Folge gehen wir dann hier oben wieder hin zum Palazzo und dann schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Und zu Leonardo können wir nochmal, weil ich glaube, wir haben genug Codex-Seiten wieder. Gibt es hier noch irgendwo welche? Noch habe ich keine gesehen, aber wir haben auch noch nicht alle Aussichtspunkte erreicht. Aber das ist noch eine Frage für die Zukunft. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.